Könnt ihr euch konkreter ausdrücken? Naja, einer der Räuber wurde aufgehängt und die Wachen haben einen von der richtigen Schlange. Also von diesem Burg Schlangenfurt, dem Adligen da. Na, dann können sie uns vielleicht weiterhelfen, wo die anderen Räuber hin sind. Ich meine, die ganz Spuren genau sind jetzt vernichtet. Auf jeden Fall. Eine Nacht bieten. Richtig, dann lasst uns dort Einlass erbitten. Ja. Ja, ich würde so offen wie möglich auf dieses Wehrgut mit den anderen zugehen und auch schon von Ferne winken, dass man klar erkennt, dass wir nicht hier sind, um Leute anzugreifen oder so. Wer da in finsterer Nacht? Mein Name ist Darian von Falkenstein und ich erbitte Einlass auf eurem Hof, um die Nacht hier zu verbringen mit meinen Kumpanen. Schwert auf Travia! Aber immer doch, auf Travia! Höre auf Travia. Das, was ich sage, ist wahr. Da unten ist wer? Na gut, wir hören, wie Türen geöffnet werden und im Inneren sich Personen euch nähern, die mit Schwertern bewaffnet sind, Bögen gespannt haben und auch auf euch angelegt haben. Kommen sie dann nach draußen und begutachten euch argwöhnisch. Ihr reist in finsterer Nacht, das sind wilde Tage. Die Untoten gehen einher. Was tut ihr hier? Wir sind im Auftrag der Kirche unterwegs. Wir verfolgen eine Gruppe von Banditen und wollen sie ihrem gerechten Schicksal zuführen. Wir kommen aus Wehrheim und haben die Spur verfolgt. Die hat uns bis hierhin geführt. Wollt ihr uns verarschen? Seit 2 Jahren fragen wir danach. Und jetzt schickt sie endlich jemanden. Sie wurden selber diesmal überfallen, daran liegt es wohl. Und außerdem, die Kirche kann nicht überall gleichzeitig sein. Und kaum werden sie selbst überfallen, tut man mal was oder wie? Es scheint so. Nächstes Mal überfallen wir sie selber, dann schickt ihr wenigstens irgendwie mal jemanden. Wollt ihr das wirklich tun? Kommt rein! Also, ich denke, sie meinten es nicht wirklich ernst. Kommt rein jetzt, es regnet. Und ja, es sind wirklich schlimme Tage und es regnet. Lass uns einfach, geht dann einfach rein. Das ganz vergessen. Jetzt sind wir ja hier. Wird eingetreten. Dank für eure Travia-würdige Gastfreundschaft. Ja, ja, Travia danke, mit danke euch. Gänseritter. Ritter des Heim- und Herdfeuers zu Rommelis. Angenehm. Ja, tretet ans Herdfeuer. Türen zu, wird kalt. Ich bin Reo zu Schönblick. Ich bin hier der Junker. So. Meine Kameraden, ihr könnt euch gerne selbst vorstellen. Ich, mein Name ist Darian von Falkenstein, wie schon bereits gesagt. Ja, das ja, Namen nützen so nichts. Hauptsache, ihr seid jetzt hier. Ja. Sind vor ein paar Stunden verschwunden. Haben uns mal wieder überfallen. 2 wieder erschlagen. Die waren hier. Wie viele? Sicherlich 20 von ihnen. 20? Uiuiui. Das sind ein wenig zu viele für uns. Ja, für uns auch. Deswegen regen wir uns auch so auf. Wie viele waren habt ihr? Was? Wie viele Männer ihr habt? Mann, was jetzt? Eine Zeit! Wie viele können uns unterstützen bei unserer heiligen Queste, die Schänder der Sünde Geweihten zu schlagen? Mann, Gänseritter, wir fragen seit 2 Jahren und stetig werden uns Männer genommen und wir rekrutieren nach. Und jetzt sind schon wieder 2 erschlagen und ihr wollt, dass wir euch unterstützen? Geht's noch? Wir kümmern uns darum. Allerdings brauchen wir dafür eure Hilfe, seien es Informationen, Männer oder ähnliches. Beruhigen wir uns erstmal etwas, kommen wir zur Ruhe und dann sprechen wir nochmal darüber. Wir sind ja wo auch finden wir diese Leute? Die Sanden. Die sitzen im Wald von hier, Mann. Ständig überfallen sie uns und die Hauptstraße. Und immer haben sie dieses dumme Wappen. Das fällt schlecht auf uns zurück. Haben sie denn dort eine Art Hauptquartier oder dergleichen? Was weiß er nicht. Viktoran kann das nicht untersuchen. Das ist der Junker von Schlangenfurt. Dem gehört zwar nicht das Wappen, aber dem Baron davon. Und der führt normalerweise dieses Siegel. Und seit 2 Jahren kopieren die das, fälschen das, auf die dümmste Weise, laufen zur Reichsstraße, überfallen Leute und wir
die dieses Zeichen eigentlich führen, bekommen dafür auf die Schnauze. Ah, da wird's doch jetzt Zeit, mal zurückzuschlagen, oder? Ja, dann ab zu Viktoran. Also ihr empfiehlt, dass wir zuerst zu Burg Schlangenfurt gehen. Ja, verdammt, oder geht in den Wald, das ist mir doch egal. Ihr könnt doch einfach der Spur folgen. Morden und Brandschatzen seit 2 Jahren. Und wenn sie jetzt wieder über die Hügel landen in Richtung... Ach, wahrscheinlich sind sie der Straße nach Ulmensen gefolgt. Oder nach Ogerhöhle. Wir werden mit eurem Junker, war es, glaube ich, reden. Ich bin Junker, aber er ist auch Junker. Ja, genau. Dem anderen meine ich halt. Ja. Jetzt schaut nicht so grießgrämig rein. Ranga, du hast noch etwas von dem Schnaps da, oder? Noch genug, ja. Komm, reicht dem Mann doch auch mal was. Schaut nicht so grießgrämig rein. Der Baron ist verschwunden, verdammt. Was glaubt ihr denn, warum wir einen Junker führen? Der Baron ist verschwunden? Ja. Wann das denn? Seit wann? Seit 2 Jahren! Ach so. Wir brauchen hier nicht zu schreien, sonst schrei ich zurück. Wir sind hier, um zu helfen. Wollt ihr draußen schlafen im Regen? Sicher nicht. Ich weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Aber ist kein Grund, hier rumzuschreien. Wir sind doch alle müde von der Reise und wir haben einen Kampf vor uns, wie es aussieht. Gegen 20 Mann. Und wenn ihr nicht bereit seid, Leute zu stellen, dann sind wir nur 5. Ihr habt doch einen Magier. Sollt ihr halt rumhexen. Zaubern. Hexen ist der falsche Begriff. Dann zauber halt was. Ja. Verwandeln sie in eine Kröte, ist mir egal. Das ist nicht der Plan. Man schaut zu den anderen aus der Gruppe. Ich muss herausfinden, wo sie sind. Dann kann ich... Man könnte sagen, ich könnte ihnen eine üble Überraschung bereiten. Wenn sie hier im Wald... Wenn sie hier im Wald sitzen, in Wäldern kenne ich mich aus. Dort könnten wir sie finden, dort... Könnten wir ihnen vielleicht auch auflauern, falls sie momentan wirklich unterwegs sind. Irgendwo müssen sie ja ihr Lager haben. Mhm. Ich könnte auch noch mal einen Blick nach draußen werfen, ob ich noch Spuren finde. Bei dem Regen? Ich bezweifle es. Wahrscheinlich. Wenn wir ihr Lager gefunden haben, müssen wir einen Zeitpunkt auswählen, an dem sie möglichst unachtsam sind. Nachts wäre perfekt. Dann könnte ich ihnen eine ungünstige Witterung bescheren, die... Aber dazu müssen wir doch erstmal wissen, wo das Lager ist, nicht? Wir haben versucht, sie aufzuspüren. Lauchen im Kreis oder durch Wasserläufe, durchs Unterholz. Stellen halt, wo Fährten verschwinden. Die sind verfluchte Geister, Mann. Der Ghoul ist am schlimmsten. Der Ghoul? Ja, der Anführer nennt sich Ghoul. Haben alle in Heiden Angst vor ihm. Er ist aber nicht wirklich eins dieser Geschöpfe, oder? Unwahrscheinlich. Ghule haben eine stark begrenzte Intelligenz. Sie sind ziemlich dumm. Und lassen sich auch recht einfach erschlagen. Aber man will nicht von ihnen gebissen werden. Oder dem König begegnen. Toll, noch mehr Gespenstergeschichten. Habe ich gerade gebraucht. Nee. Ghule sind, wie gesagt, nicht das Problem. Ich denke, Ghul ist eine Art Titel. Vielleicht, weil er besonders hässlich ist. Oder deformiert. Spielt keine Rolle. Wenn wir sie aufgespürt haben, können wir unter Zuhilfenahme der örtlichen Witterung einen Überraschungsangriff starten. Ich weiß wirklich nicht, was du damit meinst, aber das hört sich gut an. Ein Hinterhalt ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber, wie bereits von allen gesagt, dafür müssen wir sie finden. Heute wird daraus nichts mehr. Wir sollten uns zur Ruhe legen und dann morgen weiterschauen, ob wir jetzt zu diesem anderen Junker gehen oder ob wir eine Spur finden. Tatsache ist, es geht erst morgen weiter. Ich werde die Nacht noch nutzen. Ich will noch etwas nachsehen. Geehrter Rio zu Schönblick war der Name, richtig? Ja. Der Junker? Ja, ja.
Nun, wir sind alle hier eingetroffen, um dieser Queste nachzugehen, um euch zu helfen, wie ihr richtig erkannt hattet. Und deshalb würden wir natürlich darum bitten, auch die Nacht hier verbringen zu dürfen, dass wir morgen frisch und gestärkt aufbrechen können. Könnt euch in die Halle legen, Betten habe ich nicht für euch. Legt euch ans Herdfeuer. Das ist doch schon mal was. Wir werden einiges Holz nachlegen, damit es nicht runterbrennt. Auf Wachen werde ich bei euch wohl verzichten müssen. Wirkt ihr für die anderen Travigor? Selbstverständlich. Also, Gut, in Travias Namen. Richtig. Sie haben mich lange begleitet während dem gestrigen Tag und es ist nichts Schlimmes passiert. Ja, das ist ja klasse, dass ihr euch erst seit gestern kennt. Und behaltet euren Langfinger bei euch. Dabei schaut er mal zu Adam. Also den kenne ich schon viel länger. Das ist mein Schildträger. Oder zumindest er war mein Schildträger. Mittlerweile ist er... Ja, Bruder vom Neffen, von der Tante, vom Onkel. Ich weiß. Mittlerweile trägt Travigor sein Schild selbst. Richtig. Man ist ja nicht eitel. Legt euch hin. Wir werden uns zurückziehen. Hab dann. Ja. Morgen gefällige Nacht. Ja, und die kleine Versammlung, die sich bis eben hier in dieser Halle versammelt hatte, wird dann auf einen Wink vom Reo dann die Halle verlassen und euch dann in einer sehr schnell leer gewordenen Halle alleine lassen. Ihr könnt noch einige Speisen sehen, die hier wohl vor kurzem zu sich genommen worden sind. Vor allem Brot, ein bisschen Speckwürfel, die da noch irgendwo liegen. Alles mittlerweile kalt. Eine Flöte, die da noch wohl rumliegt und einige Becher. Also nicht viel, was man klauen könnte. Aber sie verziehen sich dann auf alle Fälle, denn sie haben nicht mit dem Besuch gerechnet. Und so seid ihr allein. Was ist nur aus diesen Landen geworden? Seit 2 Jahren ist der Baron verschwunden. Bei Praios. Niemand, der sie anführt. Bereite so lange mal meine Schlafstätte vor, räume den ganzen Kram zum Schlafen, also Schlafsack, Decke, dergleichen, Kleidungsstücke aus meinem Rucksack oder aus meiner Kiepe vielmehr heraus. Dann nehme ich die wieder auf und winke den anderen nochmal zu. Ich werde noch 2 Stunden nach draußen gehen. Sucht ihr noch nach Spuren? Ja. Dann, ich hoffe, ihr findet was. Ich hoffe auch, dass ihr etwas findet, aber vergesst nicht, ihr müsst morgen im vollen Besitz eurer Kräfte sein. Deshalb verausgabt euch nicht zu sehr. Keine Sorgen. Sorge. Maximal 1 bis 2 Stunden. Ist immer noch genug Zeit für den Schlaf übrig. Kasim liegt da. Entschuldigt, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ja, Kasim liegt einfach nur und hockt sich dann im Schneidersitz auf seinen Schlafsack, nimmt den Stab in beide Hände und schließt die Augen. Meint ihr, wir sollten trotz allem Wachen aufstellen? Oder wäre das übertrieben? Ich meine, sie haben uns bei Travia eingeladen. So sauer wie der Mann war, hat er, denke ich, nicht uns Lügen erzählt. Ich denke, wir sind hier auf jeden Fall sicher. Selbst wenn er sauer auf uns war, er wird nicht uns angreifen oder ähnliches. Wir brauchen keine Wachen. Ich werde sowieso noch ein wenig wach bleiben, aber nicht wirklich wach erhalten. Und ich stehe meistens gerne früh auf und könnte dann schon mal das Frühstück zubereiten. Sehr gerne. Hört sich gut an. Ja, Ronga nimmt sich einen Hocker, setzt sich ans Herdfeuer, nimmt seinen Schlauch aus dem Rucksack und fängt jetzt an, ein wenig zu trinken, während er ans Feuer starrt. Der Brand, der selbst gemacht ist, schmeckt wirklich scheiße. Aber er hilft. Er hilft. Vor allem macht es vermutlich nicht besser, wenn Kasim wirklich nebendran sitzt, stocksteif da hockt, den Stab in beiden Händen und in einer unverständlichen, manchmal auch ein bisschen abgehackt und unrund klingenden Sprache vor sich hin murmelt. Ich pack mal einen Eolithos Windgebraus in der Sturmvariante im Stab. Alles klar.
Darian, du kannst ja noch deine Gruppe betrachten. Als Adliger ist es natürlich dein Anrecht, dass du diese Leute anführst. Was auch immer das für merkwürdige Personen sind, aber das Schicksal und die kamalen Kausalknoten haben sie dir wohl in die Hände gelegt, dass du jetzt die Wildermark mit ihnen bereisen sollst, musst. Merkwürdig. Ein Magier. Ich bin natürlich auch so ein bisschen geschockt von diesem Wehrhof hier. So. Einlass erwartet man ja anders im zivilisierten Raum, aber man merkt, also ich merke dann halt auch einfach, wie schlimm es hier eigentlich so um das Land steht. Der Baron ist nicht da, das kann ich mir natürlich nicht vorstellen als Erbe einer Baronie. Und deshalb akzeptiere ich das jetzt gerade erstmal so, wie das ist. Auch wenn mich das halt zutiefst trifft, weil es ist halt wirklich so, dass alles hier komplett anders ist, als es eigentlich sein sollte. Ja, vor allem wenn du nach einem Jahr verschwunden bist, sollte man dich auch für tot erklären und ein neuer Baron ernannt werden, entweder deine Kinder oder der Junker oder irgendwer anders, aber wenn das nicht der, von der Baronie, wenn er selbst weg ist, der Herzog nicht tut oder die Fürstin, wer ist eigentlich die Fürstin von Dapazien? Oder die Königin von Dapazien? Rohaya hat auch keine Zeit. Sie tut halt ihre Dinge, die Rohaya so tut, und zieht von Land zu Land, von Stadt zu Stadt mit ihrem reisenden Kaiserhof. Da tut sich gar nichts. Die Wildermark ist einfach verlassen. Ja, und deshalb kann man leider die Unmut der Anwesenden hier, der Bewohner, verstehen. Es ist auch schrecklich. Aber was will man da gerade machen? Deshalb, auch das Lager wird aufgebaut und Darian legt sich dann auch schlafen, denn morgen steht ein neuer Tag vor. Gegen 20 Räuber. Möchte Ardo derweil sich irgendwie, wirklich in den Wald schlagen, in den Regen, oder hast du was anderes vor? Nee, ich werde ein Stückchen weggehen von dem Gehöft. So, dass ich es nicht mehr sehen kann oder dass man mich von dort aus nicht mehr sehen kann, dann werde ich meine Kiepe fester schnallen, zusätzlichen Gurt, den ich da drin habe, schlagen und in die Luft erheben. Es ist gelungen, dort steige ich. Ja, der Regen peitscht dir ins Gesicht, es ist dunkel, du weißt zwar, dass hier keine Bäume sind, aber gefährlich ist es trotzdem, wenn der Wind an dir und deiner Kleidung zieht und zerrt und zirrt. Wo willst du hinfliegen? Ein Stückchen nach Norden, dass man mich jetzt nicht sieht. Ich meine, das ist ja eh relativ gut. Einfach schauen, ob ich Licht sehen kann von oben. Dahin so ein bisschen fliegen und dann zurück. Der Besen, beziehungsweise in meinem Fall die Kiepe, ist zum Glück sehr schnell. Entsprechend kann ich das tatsächlich in ein paar Linien schaffen. Ja, wollen wir eine Sinnschärfe. Klar. Davor würde ich allerdings gerne noch einen. Jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Ist es Katzenauge oder Adlerauge, das Sinnschärfe verbessert? Adlerauge. Dann Adlerauge auf die Sicht. Hilft dir im Dunkel zu sehen. Dein Problem ist, du hast keinen Bodenkontakt und Zaubern in der Luft ist schwierig. Oh ja, das ist ja ein Hexenproblem. Problem. Ja. Eine plus 7 war das dann, ja? 12. Zentrale Komponente auf dem Boden stehen. Okay, ach dann so, zentral, okay. Dann vergiss es. Dann fliege ich so. Ja, sind schon. Zauber vorher wirken sollen. Man lernt nie aus. Ja, immerhin. Ja, du kannst in einiger Entfernung, wenn man das Ganze über die Luft macht und nicht an die Hügel gebunden ist, an die komischen Straßen, an das Feld, dann ist man tatsächlich ziemlich schnell unterwegs und du kannst erkennen, wie wohl Ulmensen selber verlassen ist. Es gibt noch ein Jagdschloss, was direkt am Wald liegt, wohl, das könnte der Ogerhain sein, den du aus Erzählungen zumindest kennst. Und in der Nähe von Ogerhain gibt es auch sowas wie ein Feuer. Was allerdings wohl verlöscht, beziehungsweise sehr schnell runterbrennt aufgrund des Regens und eine schwache Rauchfahne, die jetzt davon weht. Sehe ich da Gestalten oder dergleichen? 4 Stück. Irgendwelche Auffälligkeiten? Sie bewegen sich nicht. Gar nicht oder eher so, sie schlafen gar nicht? Na, müsstest du näher ranfliegen, vielleicht sogar landen, damit du das genauer erkennst, aber sie sitzen da,
tun nichts gegen den Regen und gegen das Verlöschende, halt gegen die Überreste vom Lagerfeuer. Haben ja, Decken um sich gezogen. Du kannst es nicht genau erkennen, vielleicht schlafen sie auch. Die Limonasche. Ja, also wenn die sich nicht bewegen, bricht sich meine Frage. Ich schaue mich noch ein wenig. Zieh noch ein, zwei Kreise zurück. Du hast das Gefühl, du fliegst noch ein bisschen weiter tiefer. Da steht wohl eine Vogelscheuche auf einem der Acker. Und während du so ein bisschen Überflug machst, nochmal eine Runde Kreis, hast du so ein bisschen den Eindruck, dass sich der Kopf der Vogelscheuche in deine Richtung dreht. Sehr schnell weg. Zwei Stunden später, nass, durchfeuchtet, kannst du wieder die Burg betreten, beziehungsweise das Wehrgut, und siehst, dass die anderen wohl schon am Schlafen sind. Ronga murmelt noch wohl leise, erinnert sich da wohl gerade wieder zurück an seine Bestienjagdgeschichten, murmelt da was in seinen eigenen Bart, vielleicht ein bisschen noch angetrunken von diesem Löwenboy. Die anderen sind wohl schon eingeschlafen. Dann mache ich mich bettfertig, ziehe meine nassen Kleider aus, hänge sie zum Trocknen auf, trockne mich selbst ab. Aus Wirtschaftsprobe. Oh Gott, du Monster. Dafür ist es da. Was war denn das? Handwerk. Ja, nee. Schau ich mal nach. Hast du irgendwelche tollen Nachteile, die jetzt triggern, weil du nasse Kleidung hast am nächsten Morgen? Nö, ich bin nur rachsüchtig. Ja, feste Gewohnheit, Rachsucht, Sucht Alkohol. Ja, ich hätte jetzt auch nochmal einen ordentlichen Schluck von Rongas Schnaps genommen. Ja, das ist gut einschlafen. Mit der Hand eingeschlafen, kannst du immer einfach aus der Hand nehmen. Das hatte ich vor. Ja, immerhin hat er 2 Liter eingepackt. Das wird ihn sicherlich nicht stören, wenn du dir da ein bisschen was genehmigst. Und so kannst du dann am nächsten Morgen wach werden, während Travigor schon die Bratpfanne in der Hand hält und irgendetwas schmuggelt. Mhm. Ich hoffe, ihr mögt's deftig am Morgen. Keine Einwände. Also gut. Was rieche ich da? Fleisch? Das riecht gut. Alles, was ich finden konnte. Schuhe sind angeguckt. Ach, Ado. Und, hast du gestern noch irgendwas gefunden? Ich habe ein paar Leute am Waldrand gesehen. Ich glaube, Untote. Und eine Vogelscheuche. Hat sich umgedreht. Aber ja, Ado und Ronga immer noch so einen kleinen Kater von dem ekelhaften Gesüff, was wie gesagt nur hilft, aber nicht schmeckt. Und das, was Travigor euch jetzt vorsetzt, riecht ein bisschen merkwürdig. Hat er keine Gewürze genommen? Ist ein bisschen angebrannt? Lecker sieht das nicht aus. Was tut er? Ich bin Söldneressen gewohnt, ich hau da trotzdem rein. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen mild gewürzt. Ritter Travigor scheint nicht den stärksten Magen zu haben. Aber er hat sein Bestes gegeben. Travigor, das ist immer noch besser als den Großteil, den ich damals bei den Überlebenden gegessen habe. Das nehme ich mal als Kompliment. Ob Dank. Ja, Travigor erinnert sich noch an die Szene, als du damals den Kunchumer Pfeffer in Romulus gekauft hattest. Immer noch der Angstschweiß, der dir auf der Stirn steht, wenn du zurück an Kunchum denkst. Zumindest an den Pfeffer. Ja, vielen Dank für dieses Mal auch an die Herren Travia. Ihr könnt aber sofort am Blick sehen, dass das halt das ist, was Darion erwartet hat an einem Frühstück. Willst du nichts mehr, Darion? Ich nehme gerne. Ihr müsst essen. Ich habe noch meine eigenen Vorräte. Ja, esst ruhig. Am Morgen, der Magen spielt nicht ganz so mit. Esst ihr ruhig. Egal wie es schmeckt, Hauptsache es bleibt unten. Deshalb esse ich später. Das könnte sonst, ja. Ich würde dann auch mal, wenn noch wer irgendwie müde ist oder noch rumschläft, würde ich auch ein bisschen mehr Lärm mit der Pfanne machen, um die Leute sanft aufzuwecken. Oh, ist ja gut, Travigor, ist ja gut, hör.
Ach, habt ihr noch geschlafen? Nein, mein Schädel brummt von diesem ekelhaften Zeug. Nun, dann hilft das bestimmt, etwas Ordentliches zu essen. Und wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir sollten, denke ich, demnächst auch wieder aufbrechen. Und die Gastfreundlichkeit des werten Junkers nicht zu sehr auf die Folter spannen. Das ist wohl wahr. Ado, ihr wart gestern noch unterwegs und habt nach Spuren gesucht. Habt ihr irgendwas gefunden? Mhm. Hab nicht viel leider, aber am Waldrand waren Feuer, vier Gestalten. Ich vermute Untote. Haben sich nicht bewegt, auch weil der Regen ihr Feuer gelöscht hat. Und eine Vogelscheuche, die nicht ganz sauber war. Sie hat sich bewegt. Hat versucht, mich anzusehen. Dann bin ich schnell abgehauen. Da sollten wir einen Bogen drum machen. Auf ja, und das Fall. Ist genau das, was wir suchen. So ungefähr in der Richtung. Wir wissen ja nicht mehr, in welche Richtung wir müssen. Wir könnten in den Wald schauen, aber Spuren da zu finden, haben wir wohl keine allzu großen keine allzu große Wahrscheinlichkeit, welche zu finden. Meint ihr nicht, wir sollten diesen Junker Viktorian aufsuchen? Vielleicht kann der uns Unterstützung geben. Vielleicht hat er ein paar Truppen, die er entbehren kann. Tatsächlich, das wäre die beste Lösung. Das ist doch meine Meinung. Der Mann auch Informationen. Richtig, vielleicht ist er uns auch besser gesinnt als der Junker hier, oder zumindest machen wir dort einen besseren Eindruck. Der erste Eindruck zählt manchmal, wenn wir nicht mitten in der Nacht dort ankommen. Vielleicht sogar auch überhaupt nicht die Nacht dort bleiben, ist der uns von Anfang an besser gesinnt. Ich glaube, da wird schon ein wenig Überzeugungskraft nötig sein, um ihn davon dazu zu überzeugen, uns einige seiner Soldaten mitzuschicken. Denn das würde heißen, dass sein Gut ungeschützt ist. Zumindest zum Teil. Nun ja, mir fällt da doch einiges ein. Die Sache ist, dieses Land hat keinen Baron mehr und ein gutes Wort eines Adligen in der Nähe von Gareth könnte vielleicht für ihn auch ganz interessant sein. Ich meine, dieses Land hier braucht auch, diese Baronie braucht einen neuen Führer. Aktuell ist alles zersplittert und vielleicht könnte man es so für ihn ein bisschen schmackhaft machen. Stimmt, das heißt, ihr würdet euch als Baron anbieten, selbstlos wie ihr seid? Nein, ich würde für ihn ein gutes Wort einlegen, damit er, der Baron, dieser Lande hier wird. Oh. Das solltet ihr aber hier nicht zu laut sagen, denke ich. Vielleicht hat der gute Junker Rio da auch anstreben.